Ja, dann erst mal Kölle Alarv. Zum Funkenbiwak geht's heute. Der findet ja traditionell am Neumarkt statt. Rechtsrheinische Paar geht hier zu Fuß weiter. An so einer schönen Kulisse von der Kölner Altstadt vorbeizugehen, macht auch Spaß. Wer die Kirche nicht kennt, das ist Groß St. Martin. Im Mittelalter mussten die Schiffe ihre Ware ja 3 Tage hier in Köln anbieten. Da wurde das hier in dem Haus gelagert. Der Ostermannbrunnen mit Rathausturm. Na, hier haben sie sich schon vorbereitet auf den Rosenmontagszug und auf die Fiddelstisch. Hier bin ich übrigens an der Schilderjas. Da links sieht jetzt zur Hohe Straße rein. In der Ferne kann man schon Musik hören. Ganz leise. Die sind jedes Jahr dabei. Ja, es geht los. Was sind wir können der Zug gut? Das hört sich schon wieder Joda an. Ja, heute brauchst du bei einem Video nicht viel zu erzählen. Kamelle! Die machen jetzt hier erstmal ein Kaffeepäuschen. Ist ja noch ein bisschen zick, bis die Veranstaltung anfängt. Man kann sie wieder hören. Auch wieder ganz leise. Ja, die sind ja weltbekannt, die Rude Funke. Ich glaube, die haben mehr Mitglieder wie andere Orte Einwohner. Die hat irgendeine Geburtstag, hier gibt es gleich ein Ständchen. Thank you.
Ach, deine Güte, der Letzte auf dem Pad. So eine Musikgruppe finde ich am allerbesten. Noch ein paar Meter, dann ist der Neumarkt erreicht. Ich weiß, schön singen kann ich nicht, dafür aber laut. Die Kirche der Hänge ist St. Apostel, das ist eine der 12 romanischen Kirchen in Köln. Jetzt spricht die Oberbürgermeisterin und dann geht los. Und irgendwo kommt noch das Wort Regner vor. Also unsere Oberbürgermeisterin mit dabei. Und auch den Vorgänger. Wir haben alle gute Laune und wir werden hier einen wunderbaren Vormittag und Mittag erleben. Die roten Funken haben sich jetzt schon mal aufgestellt zum Stippe-Fütsche-Tanz. Also wir werden einen wunderbaren Vormittag miteinander erleben. Ich freue mich darauf und ich kann rufen. Alarm! Rote Funken! Alarm! Lühmann! Alarm! Auf Zelle zu 2, der Funk mit dem Spitzname. Länger gegen die Bühne, also rein belastungstechnisch. Da haben wir dieses Jahr mit dem Wetter ja wieder ein Glück. Aber die Männer stehen alle richtig. Schokolädchen ist auch dabei. Alles gut. Irgendwann kommt da so eine Kette. Jetzt wird mit der Fot gewibbelt. Wäre ich der Meinung, wir wibbeln alle mal. Ich laufe, das heißt, mit dem Folio wackelt. So, dann zu ihr vom Petrus, der in dieser Abteilung uns auf dem Funkenbiwak immer so ein schönes Wetter schickt.
Und das konservieren wir auch für den Rosenmontagszug. Wibbeln jetzt alle Jäcke für Hück und das schöne Wetter für die Scholl und Fehlzüge für den Rosenmontagszug. Funke, Fünkscher, Nümerz, Jäcke, Opipas, Milchstäbe, Fünsche, präsentiert die Grüß. Ihr dürft zu Hause ruhig mitmachen. Gibt sich die Ehre, Marieschen. Jetzt kommt der Marieschentanz. Ja, hier endet jetzt der erste Teil. Es gibt auch noch einen zweiten. Also guckt euch den auch noch an. Guckt euch den auch noch an. Reimer Köller Lars.